So, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space 3. Ja, und lol, wieso liegt der denn wieder da? Was soll das denn? Also, letzte Folge. Ach, okay, ich weiß warum. Weil wir das nach dem Speichern gemacht haben. Ja, letzte Folge haben wir gegen so ein, ich sag mal, Endboss-Teil gekämpft. Also, eins von diesen etwas größeren Viechern, ja. Und den haben wir eigentlich in den Abgrund gestoßen, ja, weil wir eigentlich nicht wollten, dass aus dem nochmal was wird. Und das hier sieht schon ziemlich abgrundmäßig aus, deswegen macht er jetzt einen Abflug, ja. Und ja, ich muss sagen, letzte Folge war eigentlich ziemlich actionreich, ja. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wir haben ja diesen, oh, Kapitel 13, nach den Sternen greifen. Klippen von Volantis. Oho, oho. Ja. Ah, warte mal. Ich kann ja meinen Sucherbot ablegen. Der kann ja richtig geil sammeln. Ja. Will ich ja wohl meinen, dass wir das mal machen hier. Und was ist das denn da? Ist das ein Artefakt oder was ist das? Nee, ein Textlog. Oder doch nicht. Hun E1 DAX. Oder ist das ein Waffenmod? Kann natürlich sein, dass es ein Waffenmod ist. Vielleicht finden wir jetzt auch eine Werkbank, um das direkt zu überprüfen. Da! Ah, guckt euch das an. Das ist ja wie, als wenn ich danach gerufen hätte, ja? Komm, schmeiß die Kiste an. Na, sauber. So, und da finden wir wahrscheinlich noch wieder eine Platine. Upgrade-Platine. Na, was kann die? Plus, boah, plus 2 Schaden, plus 1 Nachladen. Hammer fett. Schmeißen wir direkt auf unseren Plasma-Cutter drauf. Also viele von euch haben ja gesagt, boah, die baut doch eine neue Waffe, der Plasma-Cutter reicht schon voll nicht mehr aus. Ja, wir gucken mal, was wir vielleicht Neues bauen können, wenn wir einen schweren Standard haben. Nehmen wir einen Militärantrieb und dann gucken wir mal, dass wir den Repetierer nehmen. Repetierer. Produziert ein vollautomatisches Impulsgewehr. Das hört sich ja nicht schlecht an. Ja. Was ist denn? Oh, was ist das denn? Produziert eine Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Ach so, so eine Dreischusswaffe, ja? Okay. Und das ist quasi eine Single-Shot-Waffe. Halbautomatisch, okay. Aber die Schrotze will ich jetzt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das macht 4 Streifen Damage und das macht. Jetzt sind wir schon bei 6, wir sind schon bei 7,5. Da würde ich aber eher sagen, nehmen wir das hier. Weil, vielleicht ist ja. Das Tempo ist gar nicht mal so schlecht. Das Tempo ist dann natürlich ein bisschen höher. Aber die Waffe macht auch ein bisschen mehr Damage. Ja, wir können die natürlich noch pimpen. Komm, wir nehmen die. Können wir ja auswechseln im Luft. Probieren wir mal, ob das Teil was kann. Ja. Und dann packen wir auch direkt den Schaden da drauf. Plus 2 Schaden. Plus 1 Nachladen. Was haben wir denn hier noch? Wartet mal. Dann machen wir das nämlich jetzt folgendermaßen. Da soll die Waffe hin. Da holen wir jetzt mal eben die Platinen von der Harpune runter und packen die auf den Dings drauf. Weil ich glaube, ich habe nämlich auch Schadenplatinen auf dieses Teil da drauf gepackt. So. Waffe ausrüsten. Dahin. Okay, einen Moment. Jetzt muss ich mal eben. So. Platine entfernen. R, R, R. So, okay. Jetzt müssen wir wieder zum Tresor. Und den Schmonk hier ausrüsten. So, jetzt können wir Platinen ausrüsten. Was haben wir denn noch? Schaden hinzufügen. Ja, aber immer her damit. Plus 2 Schaden, minus 1 Clip. Immer her damit. Boah. Und noch mehr Schaden. Ich will noch mehr Schaden machen. Plus 1 Feuerrate, plus 1 Schaden. Oder plus 1 Nachladen. Was kann ich denn nachladen? Oh, geht ja so, ne? Machen wir lieber nochmal plus 1 Tempo. Und das schalten wir direkt frei. Wir haben ja genug. Und da packen wir dann nochmal Feuerrate vielleicht. Nee. Vielleicht Clip. Vielleicht haben wir nicht so viel Muni. Plus 1 Schaden. Plus 1 Nachladen. Ja, her damit. Boah, jetzt ist die ja voll gepimpt, ey. Alter. So, wollen wir mal gucken, wie die schießen kann.
Boah, das finde ich aber in Ordnung. Ich brauche kein vollautomatisches. Das ist doch perfekt, würde ich sagen. So, wenn da so ein Viech kommt. Oh, ich will dich ausweiden. Bam, bam, bam. Ist doch geil. Okay. Was wollte ich jetzt noch annehmen? Wollte ich gar nicht. Wollte nichts mehr in der Werkbank machen. Die sieht so ein bisschen aus wie eine P90 jetzt so. Irgendwie so vom Style her. Ach, dann bin ich hergekommen, genau. Müssen wir jetzt da lang. Lass uns da lang gehen, Mama. So, ich hoffe mal, jetzt kommt auch gleich unser erstes Opfer, weil ich will mich... Ah, ne, das sind unsere Kameraden. Unsere Kollegen, Kameraden, Freunde. Isaac. Wo ist Robert? Ist er? Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Hammer geil. Bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird mit denen. Also da ist ja schon... Da ist ja schon was im Busch, ja. Also da könnte eventuell der eine oder andere ausrasten. Bin mal gespannt, wer. Was ist das denn hier Schönes? Aktivieren. What the shit? Oh shit. Aber fit. Benutzen wir es hier, um dich an. Wir alle versuchen hochzuklettern. Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt es einen sichereren Weg. Wow. Was zum Teufel? Wieso fällt denn einfach der Berg auseinander, während ich da hochklettere? So, jetzt bin ich oben. Immer fett. Das war doch schon mal gut. Das war doch... geht noch weiter. Aber geil. Okay. Ah, da stehen halt zwei für den Koop-Modus quasi, ne? Macht Sinn. Woo! So. Kann der auch ein bisschen schneller nach oben klettern? Nee. Wow! Lol! Das hat uns voll getroffen, Alter, leck mir am Arsch. Boah, ich hoffe mal. Uiuiui, das war knapp. Also, wenn das Ding jetzt. Also, normalerweise hätte uns das Teil wahrscheinlich sofort gefressen. Ah! Scheiße, wo klettern die denn überhaupt hin, ey? Das ist ja der Wahnsinn. So, komm. Ab nach oben. Isaac. Gibt's jetzt noch eine Station oder wartet jetzt? Okay, noch nicht. Okay. Heißt, wenn ich da lang muss, gucke ich jetzt mal hier, ob was ist. Ne, da ist ja gar nichts mehr. Schade. Das Teil sieht echt aus wie eine P90. Aber finde ich gut. Macht doch wenigstens moderaten Schaden. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht. Boah, ey. Nur am Rummeckern, die Alte. Weißt du... Ich quäl mich jetzt schon zum dritten Mal durch die ganze Scheiße. Ja, rette die Welt bis zum geht nicht mehr. Und du hast den getötet, Mama. Ja, also entschuldige mal bitte. Ja, wenn der mich bedroht. Mann, ey. Weißt du, so undankbar einfach nur. Mann, dann soll die sich doch mal selber hier da durchschlagen. Ist ja wohl peinlich, was die da von sich gibt. So, komm, Isaac, weißt du. Drauf geschissen auf die Weiber. Ja. Machen wir schön weiter hier.
Was sind das für Geräusche? Okay, da ist ein so ein Typ, der schnetzelt da, glaube ich, gerade alles weg. Kompakter Standardrahmen, okay. Du Hure! Nein! Du sollst den Suchroboter nicht auslegen! Willst du mich verarschen, Isaac? Nimm die Scheiße in Plasma-Cutter jetzt, verfickte Kacke! Alter, verzieht euch jetzt, ey! Ja, dann komm doch auch her, damit ich dir einen verpassen kann. Das sind doch mehr von den Wichsviechern. Boah, dann ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses komische Gewehr, das kann ja gar nichts. Na komm! Hat sie sich aber auch immer noch verwandeln müssen, bis du geht nicht mehr, ja? So, wartet jetzt, meine Fresse, ey. ...27 lächerliche Schuss, ey, das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn hier für eine Kacke? Was haben die überhaupt gemacht? Hat der hier auf dem Stein rumgetrummelt, oder was? So. Oh, guck mal hier. Da ist noch so ein Gegenstand. Was ist das denn? Ein Wellers Kompaktrahmen. Oho. Vielleicht können wir den bei unserem Plasma-Cutter einsetzen. Vielleicht hat der hat doch bestimmt wieder solche Spezialfähigkeiten. Den wir dann, Wow! Okay. Die Frage ist jetzt mal runtergerechnet von der Munition, ja. Ist das, ob das Teil wirklich effektiver ist als der Plasma-Cutter, ja. Aber was bringt mir das, wenn ich ständig neue Waffen zusammenbaue, die aber im Endeffekt theoretisch gesehen mehr Munition verbrauchen, um jemanden zu killen, als ein Plasma-Cutter? Ich meine, dann macht das doch gar keinen Sinn. Also, ist nur meine Meinung, ne? Aber mein schlechtes, das Gewehr jetzt hier nicht, aber ich glaube, das auch vollautomatische wäre nochmal um einiges schlechter. Weil das hat ja viel weniger Damage. Und die Schrotze wiederum hätte wieder viel mehr Damage gemacht. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Boah, ich bin Ellie. Ich mache jetzt voll das Theater. Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie? 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 Hammer geil! Die eine wird gerade niedergeschnetzelt. Oh Gott, da kommt doch gleich schon wieder was raus, ey. Ich sehe doch schon wieder kommen. Was? Nee. Lol. Nicht schlecht. Da habe ich aber ordentlich Krawall gemacht mit meiner Waffe.
Ah, perfekt. Haben wir sogar noch einen Halbleiter gekriegt. Ah! Oh Gott, hinter mir! Mama! Stier! Ja, und noch mehr. Okay, haben wir es jetzt? Alter. Boah, da kommt die Dinger wieder aus dem Boden geschossen. Da ist noch einer. Was wollen die Teile denn immer von mir? Lass mich doch mal in Ruhe. Wie schnell die auch sind. Das ist ja der absolute Oberknaller, ey. So, was haben wir denn noch an Munition, an Heilung hier? Aber haben noch. Haben wir noch. So. Alles klar. So, haben wir jetzt unsere Waffe voll geladen? Na. So. Sehr schön. Vielleicht wäre eine Werkbank mal wieder nicht schlecht, um mir auch ein bisschen Muni zu machen. Aber ein bisschen habe ich noch. Hätte trotzdem, wäre trotzdem sicherlich nicht schlecht. Und da vorne muss ich wieder so eine Wand nach oben. Das ist ja prima. Und da hinten ist noch so ein Teil. Da, guck mal an. Was finden wir denn da Schönes? Und was ist das? Eine Munitionshilfe. Ach, ist aber nur für den Koop. Egal. Gehen wir jetzt erstmal weiter nach oben. Da kommt Isaac nach oben. Ja, natürlich. Aber dann nehme ich den Plasma-Cutter für. Muss ich noch tun. Lol. Halt sie fest, Isaac. Nein! Kannst du überhaupt hier hoch? Kannst du doch gar nicht. Was machst du? Was mach ich denn jetzt? Wie soll ich denn hier hochkommen? Lol, was geht ab? Ich hätte die andere Seite nehmen sollen, wa? Ja, das sieht ganz danach aus. Komme ich denn wieder jetzt hier weg? Lol, jetzt habe ich mich wieder geheilt. Habe ich jetzt wenigstens noch wieder ein schönes Großes genommen? Oh. Wie komme ich denn hier weiter? Habe ich irgendeine Taste irgendwie übersehen oder so, dass ich hätte springen können? Oder wie funktioniert der Schmarrn hier? Ah, Shift, okay. Ja, genau. Was ist das denn da für ein grüner Pixel? Alter. So, komm, jetzt verzieht euch doch mal, ey. Die steht mir nur im Weg. Ich wette mit euch, ich habe gerade so ein großes Medipack benutzt. Nur weil ich aus Versehen auf Kuh gekommen bin, ey. Ja komm, Isaac, was machst du denn jetzt für ein paar Lava? Jetzt hinter doch da hoch. Komm, jetzt mach es doch nicht so. Jetzt mach es doch nicht so schwer. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ja? Isaac. Erst den einen killen, ja? Den Mitbewerber. Und dann sich dann die alte krallen. Ja, so geht das natürlich auch. So, jetzt mal her mit dem Stuff hier. Was haben wir denn hier Schönes? Einwandler. Oh, da habe ich natürlich wieder Munition verballert. Nochmal Munitionsclip. Nein! Jetzt lade ich natürlich wieder nach, obwohl das Magazin noch voll war. Hammergeil. Ja, das ist halt die Gewohnheit. Ja, ist die Macht der Gewohnheit. So. Aber jetzt brechen die Viecher gleich wieder aus dem Boden raus. Wir kennen das Palaver doch hier. Ha! Lol. Ah!
Ich immer von hinten, ey. Was soll das denn? So eine Scheiße. Ah! Nein! Lach schon! Lol. Natürlich, ey. Oh, fuck! Ja, natürlich, ey. Ihr habt doch alle gelitten, ey. Ja, natürlich. Warum müssen die denn immer von allen Seiten kommen? Wollen dann auch noch mal explodieren und überhaupt hier, ja? Oh, leck mich am Arsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn mir diese Panzerung, die ich jetzt habe, überhaupt gar nichts bringen würde. Ich habe immer noch das Gefühl, ich sterbe immer noch genauso schnell wie vorher. Oder kriege Damage. Das ist total ätzend. Oh, da hinten ist wieder ein Gegenstand, aber da hole ich jetzt noch meinen Plasma-Cutter raus. Weil ich mich damit noch ein bisschen schneller bewegen kann. Oh, ein Sucherbot! Hammer geil. Noch einer. Artefakt entdeckt. Wunderbar. So. Gut. Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden. Aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald eine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke. So, unser Sucherbot ist zurück. Ja, jetzt komm, Benutzerteil doch. Unser Sucherbot ist zurückgekehrt und, wir haben einen Ripcore bekommen. Was auch immer das ist. Boah, haben wir mittlerweile Stuff am Start hier, ey. So, was ist denn ein Ripcore? Ein Tool mit schwebender Klinge für kurze Entfernungen. Okay, das ist quasi diese Säge, die wir letztes Mal hatten. Okay. Ich muss sagen, ganz ehrlich, die Waffe ist hier ganz nett und so, aber es geht einfach nichts über den Plasma-Cutter, wa? Der Plasma-Cutter ist einfach die Waffe schlechthin, ja? So, jetzt möchte ich den Wellers Kompaktrahmen haben. Eingebaute Upgrades. Was denn für Upgrades? Was? Ich kann kein unteres Tool anbringen. Willst du mich verarschen? Ist ja wohl ein Scherz. Okay, ich brauchte das Ding eigentlich eh nicht drehen, aber entschuldige mal bitte, ja? Da habe ich nämlich 4 frei. Nö, warum sollte ich den denn benutzen? Willst du mich verarschen? Das macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Boah, nachladen, volle Pulle. Okay. Hört sich gut an. Okay, dann schalten wir das hier mal eben frei. Alter, wie viel Zeug ich jetzt habe. Okay, Schaden hinzufügen. Plus 1 Schaden. Dann mache ich jetzt mal folgendermaßen. Ah! Nein! Oh, ich bin Isaac, ich muss das Ding zusammenfriemeln. Wisst ihr, ich scheiß nämlich jetzt auf dieses automatische Teil hier, ja? Ich baller mir den absolut ober-hardcore-mäßigen Plasma-Cutter jetzt zusammen. Der übelst Damage macht. Na komm. Oh, ich bastel ein bisschen, Mama. Ach, Isaac, was soll das denn immer? So. Okay. Schaden hinzufügen. Plus 2 Schaden plus 1 Nachladen. Schaden hinzufügen plus 2 Schaden plus minus 1 Clip ist mir vollkommen Wurst. Schaden hinzufügen, haben wir noch plus, haben wir noch mal plus 2 Schaden? Ne, plus 1 Schaden, plus 1 Clip, plus 1 Schaden, plus 1 Nachladen, ne, Nachladen brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Plus 1 Feuerrate. Ne, machen wir mal plus 1 Clip. So. Alter, das Ding geht ja jetzt auch mal ab wie die Luzi hier, ey. Mann, geil. So, damit wir mal alles ausprobiert haben, bauen wir jetzt das Ding so um, dass wir jetzt diese Säge hier nehmen. So. Standardspitze. So, der Teil kann jetzt so ein... aber dann möchte ich bitte ein... Ich habe schon einen schweren Standardrahmen. Okay. Was können wir denn hier benutzen? Nachladen? Nachladen plus 1 Schaden. Ja, machen wir einfach mal, wa? Nachladen plus 1 Schaden.
Feuerrate? Ne, Feuerrate brauchen wir wirklich nicht. Plus 1 Feuerrate, plus 1 Schaden. Okay. Nachladen vielleicht nochmal. Plus 1 Nachladen, plus 1 Clip. Ja, das sieht doch gut aus. Aber macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. Schaden! Damage, wollte ich sagen. So, das reicht jetzt aber dann auch, ne? So. Wunderbar. So, jetzt habe ich dieses komische Teil hier. Wie viel Schuss habe ich denn damit? 132. Okay, das ist natürlich mal wieder hammernice. Aber, ja, ich wollte mir noch Munition machen. Ich habe so viel Altmetall einfach nur, dass ich auf jeden Fall Munition mache. Ich habe keine mittleren Medipacks mehr. What? Was? Okay. Heißt, mittlere Medipacks machen. Wie viel haben wir denn? Ach du Scheiße, mehr als genug. Ich könnte mir 20 Stück davon machen. So, machen wir uns noch 4 Stück. Munition. Munition! So, sehr gut. Und raus hier. Alles klar. Jetzt können wir wenigstens wieder rumballern bis zum geht nicht mehr. Woo! Mit meinem geilen Plasma-Cutter. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Speicherpunkt finden, eventuell. Das wäre ja nochmal wünschenswert, würde ich sagen. So, hier ist. Ist hier noch was? Nee. So, dann gehen wir wieder hier lang. Auf den Berg hinauf. So, auf geht's. Oh, nee. What the fuck? Ja, komm, was ist denn los, Isaac? Jetzt spring doch hier rüber. Och, nee. Nee, 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 Isaac. So. Nein! Boah, ich bin einfach... Ich bin Isaac, ich bin schon dumm, um zu einer Klippe zu springen, Mama. Boah, dann gehe ich jetzt aber direkt hier hoch, ey. Ist ja wohl ein Scherz, ey. Oh, ich bin abgerutscht, Mama. So. Lol, ich muss ja trotzdem hier lang. Woo! Okay, Isaac, jetzt rüber. So. Komm, schneller! Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Ja, dann nochmal. So, aber jetzt ab nach oben hier. Brauche ich gar nicht zu verlangsamen, oder? Oh, vielleicht doch! So, Isaac rüber! Ja komm, Isaac, jetzt mach nicht so ein Theater hier. Ich kletter da hoch. Alter, da hat mich schon wieder dieses Ding gekillt. Das gibt's doch gar nicht. So, ich würde mal sagen, 29 Minuten. Wir machen jetzt mal hier eine kleine Pause, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn ich es schaffe, dieses Teil hier hochzuklettern. Und bis dahin, würde ich sagen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Dead Space Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist.